SPD. Das Altenburger Land braucht Veränderung. Wir wollen in Thüringen 40% der Energie aus erneuerbaren Quellen beziehen. Da kann das Altenburger Land nicht abseits stehen. Wir müssen unsere Anstrengungen hier deutlich erhöhen. Und das wird eines unserer Themen in der nächsten Legislaturperiode sein. Die SPD will eine neue Strategie bei der Nutzung erneuerbarer Energien. Die Rohstoffe dazu können im Altenburger Land angebaut werden. Das sichert Arbeitsplätze und stabilisiert die Energiekosten für den Bürger und die Wirtschaft. Die Stabilisierung des Klinikums Altenburger Land und auch die langfristige Finanzierung des Flughafens Leipzig-Altenburg liegt mir besonders am Herzen. Dazu gehört die Stärkung der kommunalen Gesellschaften, ohne diese zu privatisieren. Die optimale Lage der Region im Wirtschaftsraum Leipzig, Chemnitz und Zwickau muss mehr genutzt werden. Wir sprechen uns konkret gegen den Anbau von gentechnisch manipulierten Pflanzen aus und wollen, dass die Pachtverträge entsprechend angepasst werden. Bildung ist für die Sozialdemokraten im Altenburger Land ein Standortfaktor. Dabei kommt es uns auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen staatlichen und freien Schulen an. Wir wollen leistungsstarke Berufsschulen, aber auch ein Fachhochschulstudium, Studium Plus. Wir stehen ein für niedrigschwellige Bildungsangebote. Dabei ist es uns wichtig, dass Archive, Bibliotheken, Museen und die Kreisvolkshochschule leistungsstark und arbeitsfähig sind. Damit steht die SPD für eine junge und zukunftsorientierte Politik. Die Nachwuchspolitiker der Jusos finden sich daher nicht nur auf den Kandidatenlisten der SPD. Sie bringen sich auch jetzt schon aktiv in die Kommunalpolitik ein. Mit ihren innerparteilichen Forderungen der letzten Jahre haben sie den Erneuerungsprozess des SPD-Kreisverbandes wesentlich mitgestaltet. Wie erfolgreich Politik der SPD sein kann, zeigt die Stadt Altenburg. Mit dem SPD-Oberbürgermeister Michael Wolf an der Spitze haben die Sozialdemokraten hier viel erreicht. So wurden die Schulden der Skatstadt seit 2000 nahezu halbiert und zahlreiche Investitionen in die Infrastruktur getätigt. Damit steigt die Lebensqualität in Altenburg von Jahr zu Jahr. Wir halten Wort. Dafür steht die SPD in Altenburg. Egal ob Sanierung der Schwimmhalle, die Schaffung von Miet- und Wohneigentumsobjekten speziell in der Innenstadt, die flächendeckende Bereitstellung eines Kindergartenplatzes ab dem ersten Lebensjahr oder dem weiteren Ausbau der Gewerbegebiete. Die SPD in Altenburg stärkt so die Kreisstadt und die künftige Entwicklung des gesamten Landkreises. Geben Sie Ihre Stimme den Kandidatinnen und Kandidaten der SPD-Liste für den Kreistag und für den Stadtrat in Altenburg.